und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Und schau mal, Epic, wir sind hier im Winterwunderland. Es schneit. Wir haben hier sogar schöne Festtagsbeleuchtung. Das ist runtergefallen. Was ist runtergefallen? Hast du ein Bild weggemacht? Ja, aus Versehen. Als ob jetzt. Ja. Und warte mal, heute geht es darum, ganz verschiedene Weihnachts-Lucky-Blöcke aufzumachen. Ja, schau mal. Das sind einfach Geschenke, aber eigentlich sind es Lucky-Blöcke. Das heißt, wir wissen nicht, was drin ist, können die da mit einem Klick öffnen. Und ich bin sehr gespannt. Wir können uns hier auf jeden Fall im ganzen Haus umsehen. Und Moment mal. Oh. Wow. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal Eisenstiefel bekommen. Eine Schaufel bekommen und einen Bogen. Und was hast du denn hier bekommen? Ich habe eine Armbrust hier bekommen. Hey! Oh, und guck mal, wie schön das leuchtet. Das stimmt. Wir sind hier einfach in einem richtig schönen weihnachtlichen Häuschen. Und nice. Schau mal, Katja, es schneit richtig doll stark draußen und die ganzen Bäume sind schon eingeschneit. Stimmt. Okay, warte mal. Da würde ich sagen, wir können hier ein bisschen das Haus erkundigen. Das ist auf jeden Fall das Wohnzimmer. Hier haben wir dann auch, wie gesagt, schöne Festtagsbeleuchtung und ein paar Geschenke unterm Weihnachtsbaum gehabt. Dann gehen wir mal hier in das Foyer. Hier geht's nach draußen. Lass erstmal hier im Haus weiter gucken, ob wir noch was finden. Hier ist ein Geschenk und hier ist eine Zuckerstange drin. Guck mal, Candy Cane. Oh, das ist ja nice. Okay. Ein weiteres Geschenk sehe ich hier aber nicht. Dann geht's hier weiter in die Küche und ins Esszimmer. Haben wir hier noch Geschenke? Oh, hier geht's auch wieder nach draußen. Geschenke, hallo, aber ich sehe ganz und gar nichts. Okay, nee, hier ist auch nichts. Hier ist die Garage. Katja. Wow, das ist der Weihnachtsmann und ein Geschenk. Als ob, wo ist der Weihnachtsmann? Oh, wie nice. Wie süß, die ganzen Rentiere. Das Geschenk, das sind ein paar Geschenke gewesen. Aber Hauptsache nur ein Blaze Rod rausgekommen. Ich habe auch was rausbekommen. Was ist denn hier los? Okay, warte mal. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon ein paar gute Sachen. Beziehungsweise zweimal den Goldhelm und Eisenstiefel. Wo geht's hier weiter? Haben wir noch irgendwas im Haus? Ich glaube nicht. Dann können wir auf jeden Fall mal hier rausgehen. Und guck mal, hier ist so ein richtiges Christmas Village. Das stimmt. Und hier sehe ich schon meine nächsten Geschenke. Epic, ich habe hier Santa, der in einem Schornstein feststeckt bekommen. Das geht? Naja, okay. Ich habe auf jeden Fall auch noch ein bisschen gute Rüstung bekommen. Gucken wir uns hier mal weiter um. Und wie viele Weihnachtsbäume haben die denn hier jeweils in den Räumen? So viel! Katja, ich hab auch heiße Schokolade bekommen. Ich habe heiße Schokolade. Ja, trink mal. Was bekommst du davon? Resistenz. Ah, Resistenz. Okay. Boah. Sieht ja so lecker aus. Schau mal hier. Ich habe einfach ein Eisenschwert mit Verbrennung 2, Haltbarkeit 3, Nemesis der Gliederfüßer 5 und Rückstoß 2. Was ist... Boah! Was ist denn hier los? Als ob. Danke, Santa. Nice Geschenke. Okay, das wird ja auch... Diamantblock. Geschenke. Auch gut. Okay, warte mal. Dann würde ich sagen, wir gucken mal ganz kurz. Epic, willst du deine kleine Challenge machen? Hast du Bock drauf? Ja. Okay, warte mal. Dann würde ich sagen, wir haben vielleicht so... Lass uns 10 Minuten Zeit geben und wer dann die bessere Rüstung hat, hat gewonnen, okay? Das ist eine gute Idee, Katja. Und wir könnten uns danach wegschnetzeln. Und derjenige, der den anderen dreimal weggeschnetzelt hat, der gewinnt, okay? Okay, warte mal. Dann würde ich sagen, ich gehe 10 Minuten in den Timer reinsetzen. Ja. Und dann herzlichen Glückwunsch und viel Danke. Spaß. Okay, bye-bye. Ganz viele Geschenke. Okay, ich gehe jetzt hier ins Haus. Wir müssen schnell beeilen. Vor allen Dingen, ich weiß, wo man richtig viel Süßigkeiten bekommt. Ja, aber du weißt gar nicht, was die Süßigkeiten dir bringen. Doch, dadurch werde ich wieder geheilt, wenn ich Damage bekomme von dir. Okay, hier habe ich ein Zauberbuch. Ich nehme auf jeden Fall erstmal alles mit. Kann ich die Schneemänner abbauen? Als ob. Ja, aber man bekommt nur Karotten raus und so. Okay, was ist hier in den Geschenken drin? Kann ich den Tannenbaum abbauen? Ich weiß nicht ganz. Tatsächlich? Okay, ich habe hier nochmal auf jeden Fall gute Rüstungen bekommen. Das ist auch ganz nice. Okay, also bei mir sieht es schon mal ganz gut aus und ich habe richtig doll Hunger. Ich muss ein bisschen Gingerbread essen oder den Santa? Okay. Also so viel Zeit haben wir auch an sich nicht. Dann gehe ich nochmal in die anderen Häuser rein und guck mal, was die dort haben. Aber ich denke, wenn ich richtig treffen sollte und im richtigen Takt schlage, dann könnte ich diesmal tatsächlich gewinnen dann. Und weißt du, was auch richtig nice ist? Sie haben wirklich... jede Gegenstände, die verzaubert sind, eine andere Verzauberung. Das heißt nicht, dass wenn wir zweimal eine Eisensache hier finden, dass sie gleich gut sind,
sondern die sind wirklich unterschiedlich gut. Ich guck mal ganz kurz auf die Uhr. Wir haben noch 7 Minuten. Oh Gott, vielleicht haben wir uns ein bisschen zu viel Zeit gegeben. Und ey, ich sehe irgendwas von dir sogar noch. Oh, oh, Gacha, Moment mal. Ah. Ich werde jetzt richtig viele Geschenk-Lucky-Blöcke öffnen und hoffentlich bekomme ich ein richtig gutes OP-Diamantschwert daraus. Oder einen Bogen oder so. Oh, wow, Gacha, also, ich hab über 10 Geschenke gefunden. 10? Der ganze Raum ist voller Geschenke. Ja, warte mal, ich gehe jetzt hier da hinten in so einen Lagerraum oder so. Keine Ahnung, was das ist. Okay, hier sind auf jeden Fall die ganzen Tannenbäume. Oh, und da sind sogar Eiszapfen an den Häusern. Huh. Oh, das ist schön. Hier ist ein Schlitten. Kann ich damit fahren? Moment mal. Also, ich fliege. Ich fliege mit einem Schlitten. Du fliegst? Ich bin der Weihnachtsmann. Hey, Moment mal, wo bist du denn insgesamt? Kann ich damit kämpfen? Ich hab's gefunden. Ja, klar. Wo bist da du? Oben. Oh, du bist der Weihnachtsmann. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich fühle es. Okay, aber ich darf nicht so viel drödeln. Ich meine, es geht hier um eine Wette. Okay, ich gehe runter und dann gucken wir mal, ob wir hier noch... Oh, ich höre sogar Glocken läuten. Oder bist du, als ob? Okay, ich gehe ganz weit weg. Ich habe aber bis jetzt noch kein einziges Schwert. Kein einziges Schwert. Ich habe ein gutes Schwert. Du weißt sogar, was da drin ist, habe ich dir vorhin erzählt. Ja, das hat mir getan. Ja, ja, deswegen. Ich habe einen Schlitten gefunden. Ey, das ist meiner gewesen. Jetzt ist meiner. Bye-bye. Tschüss, Weihnachtsmann. Und ich weiß, wo ich jetzt hingehe. Oh, nein. Ich gehe aufs Dach mit den ganzen Geschenken. Oh, ach Mann, ja, okay, komm, mach einfach. Hier sind so viele Geschenke auf dem Dach. Ist hier was Gutes dabei? Wow. Oh nein. Bitte ein Schwert, bitte aber ein vielleicht Schwert. Bekommst du auch nur Lilipads oder so. Ich hab besseres Schwert als du bekommen. Was hast du bekommen? Ich habe ein Eisenschwert, Schärfe 2 und Rückstoß und Haltbarkeit. Aber ich habe leider kein Feuer, aber dafür ist es trotzdem sehr gut. Ich habe halt leider keine Schärfe. Und Schärfe ist schon wichtig. Oh, das stimmt. Okay. Hier ist nochmal ein großes Haus. Dann gucken wir mal, was hier so drin ist. Boah, hier ist ein dunkler Weihnachtsbaum auf jeden Fall. Zack, zack, zack. Ist denn hier noch irgendwas für mich drin? Lilipads, ich habe den Baum zerstört. Hier ist ein Diamantschwert, ein verzaubertes. Was du hast das? Ein Diamantschwert? Aber es ist mit Haltbarkeit 1. Es ist nicht so gut wie mein anderes, glaube ich. Weil alleine das macht Feuer, mein Schwertchen. Ich habe noch ein verzaubertes Eisenschwert. Oh, das hat aber nur Schärfe 1. Okay, okay. Ich habe ein verzaubertes Diamantschwert gefunden. Ich bekomme zurzeit nur von den Lucky Blöcken nicht so nice Sachen von den Weihnachts-Lucky Blöcken. Okay, aber das hat bestimmt nicht so eine nice Verzauberung, oder? Es hat Verbrennung 2. Das hat meins auch. aber deins ist ein Diamantschwert. Ich habe nur ein Eisenschwert. Oh, das ist sehr gut. Ich brauche unbedingt noch ein paar Pfeile. Und wie viel Zeit haben wir noch? Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, aber ich muss jetzt nochmal schauen. Hab's direkt vergessen. 2 Minuten und 14 Sekunden. Okay, ich hätte gern einen nice Bogen oder so. Weil ich gönne Pfeile. Ich bin im Nahkampf jetzt nicht so nice. Ja, Pfeile habe ich auch nicht. Okay, warte mal. Hier haben wir nichts drin. Ah, ich sehe dein Dörfchen, wo du bist, glaube ich. Hallo. Hä? Wie süß ist das denn? Moment mal, ich komme dich besuchen. Denkst du, hier gibt es noch mehr? Oh, wie schön. Die haben alle so süße Kronen. Ein kleiner Weihnachtsbaum und ein großer. Hi, Epic. Moment mal, ich nehme mir die Geschenke mit. Hallo, Gaja. Ich hole ja auch alle Geschenke. Oh, was habe ich hier? Okay. Was ist das da hinten? Oh, nein, das habe ich auch schon. Oh, sehr gut. Ach, Mann, ich finde hier nur Discs. Oh, und warte mal, Epic, hier ist sogar ein Verkäufer mit Lamas. Oh, das ist ja süß. Dann habe ich hier auf jeden Fall noch ein paar Geschenke gefunden. Oh, nein, das brauche ich auch alles nicht. Okay, so und so, da habe ich noch ein bisschen Essen. Oh, das ist tipptopp. Okay, warte mal, hier habe ich noch vielleicht bessere Schuhe. Schusssicher 2, die brauche ich nicht. Davon ist auch nicht alles gut. Ich gucke mal ganz kurz auf die Uhr, wir haben noch 19 Sekunden. Öffne, was es gibt. Ich sag's dir, Moment mal. Hallo, Villager. Und oh, wie süß die Kirsche hier aussieht. Oh, wie schön. Oha. Okay, das kann ich mir gleich anschauen. Und hier, die Glocken. Warum finde ich nichts? Ich finde keine mehr. Hier sind noch welche. Ja, nein. Hab ich was und bekommen. Zeit ist um. Okay. Du darfst nichts mehr aufmachen. Bist du bist du damit zufrieden? Oh, hier ist sogar der Schlitten von dir. Hallo. Ich habe leider halt keinen einzigen Pfeil insgesamt, aber ansonsten bin ich tiptop ausgerüstet. Okay, warte mal. Dann würde ich sagen, ich sortiere nochmal ein bisschen mein Inventar. Guck auf jeden Fall, dass ich alles habe, wie es mir gefällt. Aber ich glaube, das passt eigentlich einigermaßen. Okay.
Okay, dann würde ich sagen, wir können eine nice freie Fläche finden und dann wird weggeschnetzelt. Moment mal, wir können die Straße hier eigentlich benutzen. Das ist eine gute Idee. Okay, Kater, derjenige, der den anderen das erste Mal dreimal wegschnetzelt, der hat gewonnen. Okay. Okay, Moment mal, Epic, dann würde ich sagen, bist du ready? Ich bin ready. Okay, dann auf die Plätze, fertig und los geht es. Oh Gott. Kater wird weggeschnetzelt. Oh mein Gott. Ich brenne. Ja. Gibt's sowas wie einen goldenen Apfel? Nee, hab ich gar nicht. Alter, ich verliere aber kaum Herzen. Naja, ein bisschen. Nicht. Irgendjemand hat die Rückstoß. Ja, ich hab das Rückstoß. Okay, warte mal. Ich habe auch Dorn. Also wenn du zu nahe kommst, bekommst du vielleicht auch ein bisschen Damage. Als ob, oh, warum halt mir so viel aus? Ich sehe nicht mal richtig was. Epic, ich hab ein Herz gehabt. Hab dich weggeschnetzelt. Wie viele Herzen hattest du noch? Ein halbes. Also halbes habe ich nur abgezogen bekommen. Warte, was? Ich hatte nur ein halbes abgezogen bekommen. Nein, oder? Doch, wirklich. Echt jetzt? Ja, du hast mir nur ein halbes Herz abgezogen. Okay. Ich habe eine Rüstung mit Schutz 3 und mit Schutz 1. Schutz 3? Ich habe Schutz 2 auf meinen Schuhen und sonst habe ich nirgendwo Schutz. Doch, ich schon. Epic, das ist ungerecht. Moment mal, du musst zwei Sachen ausziehen von dir. Mindestens. Nein, was ist das ja, denn? Ja, eine. Die Dreier, die halt... ich ziehe dir meinen Stiefel aus. Ja, okay. Mal gucken. Ja, Mann, super. Also ich habe bestimmt richtig nice Lucky Blöcke gehabt. Okay, auf die Plätze, fertig und los. Zweite Runde und okay. Hallo, Gata. Ja, ja. Ich verliere halt gegen dich. Guck mal, ich habe jetzt schon wieder 1,5 Herzen im Rückstoß. Au. Warte mal. Ey, ich fliege immer richtig weit weg. Ja, aber nützt ja nichts, wenn ich dir keinen Schaden mache. Ja, das stimmt. Mit deinen Diamantschuhen, die du noch ausgezogen hast. Läufst dir barfuß rum, oder was? Ja, und ich habe nur 3 Herzen. Als ob. Oh mein Gott, das sieht dann richtig gut. Was hatten die für Dings? Was hatten die für Sachen? Keine. Verzauberung? Oh. Hä? Als ob die so viel bei dir gebracht haben. Ja. Oha, okay. Moment, warte. Ja, es sieht schlecht auch aus für mich. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Es steht 1-1. Okay, bin wieder ready. Los geht es. Zweite Runde. Also dritte Runde. Hallo. Epic, mal gucken, wer diesmal gewinnen wird. Es dauert schon extremst lange. Extremst. Okay, also bei mir sieht es schon ein bisschen schlechter aus. Ich sag's dir, wie es ist. Wie sieht's bei dir aus? Drei Herzen. Ja. Oh mein Gott, das könnte wirklich wegen den Diamantschuhen nicht gut. Nein. Als ob ich jetzt gewinne. Ich hab 2-2-1. Och nein, darf ich meine Schuhchen wieder anziehen? Nein. Gott, das ist fies. Ich hab nirgendwo irgendwie Protection-Schutz, ja? Och Mann. Okay, warte mal, Elfik, das könnte jetzt die entscheidende Runde sein. Bist du dafür bereit? Ja, ich bin ready. Okay, warte mal. Kann ich auch eine Candy Cane essen? Oh ja, okay. Auf die Plätze, fertig und los. Die hat mir übrigens gar nichts gebracht, also... Oh Gott. Entweder ich gewinne jetzt... Oder du machst einen zweiten Punkt und dann geht's nochmal eine Runde. Nein, aber dann wäre das wäre dann die beste, also die letzte. Und oh Gott, ich kann gar nichts mehr sagen. Epic, ich werde dich wegschnetzeln. Oh, ich treff nicht. Ja, ich sehe nichts mit dem Feuer die ganze Zeit. Aua. Nein. Das kannst du gar nicht gut. Wie läuft's bei dir? Wie sieht's bei dir aus? Nicht gut. 2. Oh mein Gott. Nein. 2. 1,5 wieder. Warum 1. Oh mein Gott. 1,5. Ja. Aua. Ich hab gewonnen. Sehr gut gemacht, Katze. Das hat wirklich richtig doll viel Spaß gemacht. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann ist doch ein Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.